Haben Sie jemals ein altes Dokument in die Hand genommen und sich gefragt, was die Schrift wohl für Geheimnisse birgt? Heute können die meisten Menschen alte Handschriften wie Courant und Sütterlin nicht mehr lesen. Oder sind Sie in der glücklichen Lage und können diese alten Schriften lesen, stehen aber vor hunderten Regalen, gefüllt mit genau solchen Büchern und Dokumenten? Es stellt sich die Frage, wie können wir das Wissen und die Geschichten vergangener Zeiten durchsuchbar machen und auch für die künftigen Generationen den Zugang dazu sichern? Genau aus diesem Grund entstand Transcribus. Zunächst wurde die Plattform im Rahmen der EU-Projekte Transkriptorium sowie Read entwickelt. Das Ziel von Transcribus ist es, Werkzeuge zu bieten, mit denen historische Dokumente händisch, aber vor allem auch automatisch transkribiert und erkannt werden können. Um dies zu schaffen, setzt Transcribus auf maschinelles Lernen, also künstliche Intelligenz. Transcribus kann dank dieser Technologie lernen, alte Schriften in digitalen Text zu übersetzen. Dafür wird Transcribus zunächst mit händisch transkribierten Texten und den jeweiligen Bildern dazu trainiert. Durch diesen Prozess entstehen sogenannte Modelle, die jeweils eine, aber teilweise auch mehrere Hand- oder Druckschriften erkennen können. Genau hier liegt auch die Power von Transcribus. Transcribus kann trainiert werden, um die verschiedensten Schriften zu erkennen. Das Beste dabei, es gibt bereits an die 100 öffentlich verfügbare Modelle, die von der sehr tüchtigen Transcribus-Community erstellt und der Allgemeinheit zur freien Verwendung zugänglich gemacht wurden. Schriften wie etwa Courant oder Sütterlin können so mittlerweile schon ganz einfach per Knopfdruck und ohne viel Vorarbeit erkannt werden. Wie bereits erwähnt, wurde Transcribus zunächst im Rahmen zweier EU-Projekte entwickelt. EU-Projekte haben allerdings eine begrenzte Dauer. Daher wurde im Jahr 2019 die europäische Genossenschaft ReadCoop SCE mit Sitz in Innsbruck gegründet. Mehr als 100 Institutionen und Privatpersonen sind Mitglieder der Genossenschaft und damit zugleich Kunden und Eigentümer. Der kooperative Grundgedanke steht im Mittelpunkt. Daher ist unser Motto: gemeinsam erreichen, was man alleine nicht schafft. Archive und Bibliotheken sind das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft. Bisher sind sie aber leider für die meisten Menschen unzugänglich, weil Handschriften nicht mehr gelesen und riesige Bestände nicht auf einfache Weise oder sogar unmöglich durchsucht werden können. Das Ziel von Transcribus ist es, genau diese Informationsschatzkammern für alle Menschen zugänglich zu machen. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Transcribus für Ihre Zwecke nutzen können. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Transcribus. Machen wir zusammen die Geschichte erlebbar.